Das Wichtigste, das Allerwichtigste, die re wichtigste Regel, wenn man sich einen Job suchen will, so vielen Leuten wie möglich schreiben. Weil dann werden die Chancen höher und dann findet man immer was. Kann ich natürlich nicht versprechen, also wenn ihr da irgendwelche bescheuerten Sachen schreibt. Also, ich erkläre euch jetzt, wie ihr in jedem Land einen Job bekommen könnt. Ich habe das jetzt in der Mongolei gemacht, aber das könnt ihr wirklich auf jedes einzelne Land beziehen. Und es ist möglich, in jedem Land einen Job zu finden. Das stimmt nicht, dass man nur in Australien oder so einen Job findet. Man kann in jedem Land Work and Travel machen. Aber in manchen Ländern ist es halt besser, in manchen schlechter. Manche kriegt man halt bessere Jobs und in manchen werden die schlechter bezahlt oder man kriegt halt irgendwie nur so komische Jobs. Und ja, man kann folgendermaßen vorgehen: Erstmal googeln. Man gibt einfach das Land ein, dann Jobs und dann die Stadt, das ist auch noch wichtig. Also sowas wie Mongolia, Ulaanbaatar oder nur Ulaanbaatar, Ulaanbaatar Jobs. Man kann dazu noch Expats eingeben, aber das ist auch nicht wichtig. Erst einfach mal Jobs, weil Jobs ist ein englisches Wort, dann kommen die englischen Sachen. Und wenn man in irgendeinem bestimmten Bereich was sucht, dann kann man natürlich auch das eingeben, logischerweise. Die nächste wichtige Internetseite ist Facebook. Da findet man auch immer viele Sachen. Und da gibt es auch oft eine Community von Leuten, die schon in dem Land wohnen und die da arbeiten. Aus dem Ausland, sowas wie, ja, auch Expat-Jobs, Ulaanbaatar, Jobs Ulaanbaatar, Jobs for Foreigners, Ulaanbaatar oder sowas. Eine andere gute Internetseite sind solche Seiten wie Workaway, keine Ahnung, ob ihr die kennt, ich benutze das nicht. Das ist Freiwilligenarbeit, das ist keine bezahlte Arbeit meistens, aber da gibt es auch echt für jedes Land was und das ist so richtig cool, da gibt es richtig coole Sachen. Zum Beispiel kann man irgendwie in Norwegen Huskies hüten oder sowas, habe ich richtig gute Sachen gehört. Und ich habe auch schon von total vielen Leuten gehört, dass sie in richtig vielen Ländern was gefunden haben. Also, ich habe nie gehört, dass mir da jemand nichts gefunden hat. Ja, ich benutze das aber nicht, weil es zu einfach ist. Wenn man da halt wirklich immer was findet. Also, hatte ich jetzt bis jetzt Google, Facebook, diese Seiten wie Workaway, gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Müsst ihr mal gucken. Dann habe ich noch Couchsurfing benutzt für die Mongolei, weil es einfach so voll wenig Ressourcen gab. In der Mongolei sprechen halt einfach nicht so viele Leute Englisch und deshalb gab es nicht so viele Seiten, wo es irgendwie Jobangebote für englischsprachige Leute gab. Und auf Couchsurfing waren hauptsächlich Leute, die auch Englisch konnten. Und ich habe dann einfach jedem geschrieben, ja, haben Sie vielleicht irgendeine Idee, wo ich arbeiten kann? Ich kann folgende Sachen machen. Wie ihr dann vorgeht und wie ihr die Jobs bekommt, ist folgendes. Das Wichtigste, die allerwichtigste Regel ist, ihr müsst allen Leuten schreiben. Ihr müsst so vielen Leuten schreiben wie möglich, weil das erhöht eure Chancen und dann findet ihr auf jeden Fall was. Ich kann es natürlich nicht versprechen, also wenn ihr da irgendwie das Dämliche schreibt oder so, euch nicht richtig vorstellen könnt, ja, findet ihr vielleicht nichts, aber naja, eigentlich solltet ihr immer was finden und auch in Deutschland, solange ihr so vielen Leuten wie möglich schreibt und euch vernünftig vorstellt. Vernünftig anbieten könnt. Ich mache das so mit Copy und Paste, also ich habe dann verschiedene Vorlagen für verschiedene Jobs, auf die ich mich bewerbe und dann ändere ich einfach nur den Adressaten und vielleicht ein paar Sachen, die dann jobspezifisch sind, die da irgendwie eine Besonderheit sind, wenn die da in der Jobbeschreibung drinstehen haben, dann ändere ich das, aber ansonsten ist das nur Copy und Paste. Also das ist mir schon richtig oft passiert, dass ich da irgendwie den Adressaten drin gelassen habe. Das ist richtig peinlich. Also passt auf jeden Fall auf. Macht das nicht, wenn ihr müde seid oder so. Aber ansonsten ist das echt nicht so viel Arbeit. Ihr schreibt das einmal vor und dann sendet ihr das einfach allen. Dann, nächster Tipp: Seid nicht wählerisch. Nehmt jeden Job, den ihr kriegen könnt. Und wenn es auf einer Baustelle ist oder so. Ich hatte auch im letzten Jahr Jobs, die scheiße waren. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich fand ich die richtig geil. So. Halt auf einer Baustelle oder, weiß ich nicht, Zirkus. Das sind halt irgendwie Drecksjobs, die kein anderer machen will, die ich deshalb bekommen habe, aber naja, ich fand die halt voll cool. Ich hatte auch Jobs, die ich nicht gut fand. Zum Beispiel habe ich in Ägypten in einem Hotel gearbeitet. Das war einfach langweilig. Aber naja, ihr dürft halt nicht wählerisch sein, wenn ihr was bekommen wollt, in einem Land, in dem es jetzt nicht so viele Angebote gibt. Dann, nächster Tipp. Sagt so vielen Leuten wie möglich, dass ihr einen Job sucht, die ihr trefft. Weil die können euch vielleicht vermitteln. Zu denen habt ihr dann auch irgendwie schon eine Beziehung.
Und ja, vielleicht kennen die ja jemanden oder die kennen jemanden, der jemanden kennt. So habe ich schon echt viele Jobs gefunden. Ihr erzählt jedem Einzelnen, den ihr trifft, ich suche einen Job. Haben Sie irgendeine Idee? Ihr könnt natürlich auch einfach rumgehen und selbst fragen oder euch vorstellen, euer Resümee, euren Lebenslauf selbst abgeben bei irgendwelchen Restaurants oder so, in denen ihr arbeiten wollt. Überlegt natürlich, in welchen Jobs ihr nützlich sein könntet. Ich habe zuerst gedacht, ja, ich arbeite in Restaurants am besten, weil ich kann ja sonst nichts. So, ich habe überhaupt keine Qualifikation, habe eigentlich nur mein Abitur und habe gar keine Ausbildung oder so. Dann dachte ich, bewerbe ich mich. Ich war zuerst in Ungarn, als ich zuerst angefangen habe mit Reisen. Und da dachte ich, jo, dann gehe ich halt in Restaurants und bewerbe mich da. Das hat aber überhaupt nicht geklappt, weil ich kann ja gar kein Ungarisch. Und ja, müsst ihr euch wirklich überlegen, auf was kann ich mich denn bewerben? Und dann, nächster guter Tipp, seid nicht so bescheiden, also seid kreativ. Überlegt euch, worin könnte ich denn was machen und auch weitergehen. Also wenn ihr zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal für eine Zeitung gearbeitet. Das habe ich dann aber auch darauf bezogen, dass ich dann vielleicht auch Internettexte schreiben kann oder irgendeine Website aufbessern kann. Mit Bildern und Fotos. Mit Bildern und Texten. Je breiter euer Angebot ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr einen Job bekommt. Also seid da ruhig ein bisschen kreativ und bietet euch an. Und ja, seid einfach nicht so bescheiden. Jetzt spezifisch zu der Mongolei, wie ich da meine Jobs gefunden habe und welche ich gefunden habe. Ich habe ganz schön viele Jobs gefunden und ich sag euch später noch, welche davon geklappt haben und welche nicht. Weil manche davon habe ich auch nicht gemacht, weil sich das nicht ergeben hat. Weil in der Mongolei waren alle Menschen übertrieben unzuverlässig. Also man konnte sich irgendwie auf gar keinen Fall lassen. Mit manchen Leuten habe ich einen Arbeitsvertrag abgeschlossen mit Handschlag und allem drum und dran und die haben sich dann nie wieder gemeldet. Das ist nicht so wie in Deutschland gewesen. Das war ein bisschen kacke. Aber naja, es hat trotzdem geklappt. Jobs zu finden. Also, ich war zuerst ja in dieser Kleinstadt in Moron im Norden. Da habe ich zwei Jobs gefunden, die Tuxjaray mir vermittelt hat, die mit der ich gewohnt habe. Das war einmal so ein Freund von ihr, der ein Touristenunternehmen hat. Der hat irgendwie ein Hotel und dann macht er auch noch so Touren. Und im Winter hat er null Kunden. Und dann habe ich gesagt, dass ich dem weiterhelfen könnte, seine Internetseite zu verbessern und ein bisschen das zu vermarkten, halt über ihn zu schreiben und ja, mich mit verschiedenen Reisebüros in Verbindung zu setzen, weil das auch wirklich gut gewesen wäre für ihn, weil er hat wirklich kein einziges Wort Englisch gesprochen, nicht mal how are you? Und ja, da hätte ich dem schon weiterhelfen können. 80%. So how should I get these other 20%? It's not that easy. It's really not that easy. How is it going, the website? How is the social advertising going in person? Just at the moment, we will make a contract with the 80%. Mm-hmm. Then it's going as well, as everything is okay, it's 100%, it's no problem. Ah, okay, yeah, so... Yeah, just we will see how is it going. Okay, so on this 100%, he will agree... Yeah. Until the 10th of January. Completely. Until the 10th of January. Бид энэ гол сандлын гэлийн харахгүй. Энэ бол хүмүүсийн сэтгэгэн дээр ажилласан тийм. Энэ вебсайт юу нь яаж юм тийм үстэй. So that's actually a really good idea because I always, of course I can understand him. Like I would not pay for something that I have no idea what it will be. So like this 80% now and like 100% if it's okay. Yeah. Is perfect. Yeah. He just has to understand that this is not, we're not going to have hundreds of followers or something on our Facebook. Yeah. It's setting the base. Mm-hmm. But we will have some. We will have a Facebook page and we will have pictures on it and offers. So, okay. So how is it going to work? He's going to send me these 80% in the next days. Mm-hmm. When you get the office, when you get to meet the manager has some documents, stamps and everything. So. Deal abgeschlossen. Funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Echt, das ist so Hammer. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass er mir 80% von dem Flugpreis überweist und 20% nachdem ich die Arbeit gemacht habe, also so am 10. Was großartig ist und auch Sinn macht. Richtig cool, richtig cool. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, das Geld hier zu verdienen. Ich dachte,
in der Mongolei ist es unmöglich, weil es halt einfach wirklich die Dinge hier, das Durchschnittseinkommen im Monat ist 400 Euro. Vielleicht 350. Irgendwas dazwischen. Von daher ist es ein Wunder, dass ich das geschafft habe. Und ja, sehr, sehr cool. Dann war da noch so eine andere Frau, die war eine Tankstellenbesitzerin, also die hat so eine Tankstellenkette gehabt, 5 Tankstellen oder so, oder 9. Naja, auf jeden Fall habe ich mich mit der getroffen und die war so voll excited, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, dass ich da bin und wollte so, dass ich für die arbeite und ich so, ja, keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Die ist halt eine Tankstellenbesitzerin. Ich kann nicht mal die Sprache und ich habe nichts mit Tankstellen zu tun. Und wir haben uns jetzt mit einer anderen Freundin von ihr getroffen, die irgendwie so ein Tankstellenbusiness hat. Und ich versuche halt gerade immer noch an meine 250 Euro zu kommen. Und ja, dann meinte ich so, ja, sie wollte halt irgendwie, dass ich für sie arbeite. Aber sie hat halt gar keine Ahnung was. Weil ja, ich meine, was kann ich mehr machen? Ich hab nichts zu tun mit Tankstellen. Also habe ich ja mal ein paar Sachen gesagt, so, ja, führen Sie mal so eine Karte ein, so eine, ja, sowas wie PayPal im Prinzip. Nee, stimmt gar nicht. Nicht wie PayPal, Payback, ja. Sowas wie Payback. Und die dann so, ja, gute Idee, okay, machen wir das. Und dann meinte ich halt so, ja, können Sie dann 250 Euro bezahlen? Und die haben wir irgendwie die Tochter angerufen. Und ich habe mir das so erklärt und ja, jetzt haben wir uns dazu geeinigt, dass ich halt den ganzen, die ganzen Forschungen mache, wie viel diese Karte kosten würde, wo wir das kaufen und wie die aussieht und alles. Und die Kartenapparate, die installiert werden und so, wenn ich da gar keine Ahnung von habe, aber ja, das wird schon gehen, ne? Mit dem Internet. Ich glaube, das ist eigentlich leichter auszufinden. Ein paar Tage und dann habe ich das. Und ich habe ihr gesagt, ja, dann mache ich das bis zum 10. Januar. Und ja, wenn sie das dann okay findet, was ich da rausgefunden habe, dann zahlt sie mir die 250 Euro. Keine Ahnung, ob das ein guter Deal war oder nicht, weil sie könnte halt auch einfach sagen, nee, ich nehme es nicht an. Und das, naja, sie hat ja dann die ganze Information, das dann trotzdem kann sie annehmen. Und ja, aber wenn sie ehrlich ist, dann wäre das ein sehr guter Deal. A lot more possibilities then we could put, like, for example, if you get 10 more points, then you get like a free sandwich or something, not even gas, or I don't know, you get like a free truck which says the name of the petrol station, so it's also advertisement. Like some merch products for free, basically. Would you like to work with me? No. So I would first have to do a lot of research on... Yes? Und ich hätte dann gesagt, ja, okay, dann mache ich das, auch wenn ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und dachte schon so, ja, das werde ich im Internet bestimmt finden irgendwie. Und hab dann gefragt, wie hoch denn die Bezahlung ist, weil ich bräuchte halt diese 250 Euro für den Flug. Und die meinte so, ja, das ist okay. Was richtig cool war, hätte ich gar nicht erwartet, weil die Bezahlung in der Mongolei ist 400 Euro ungefähr pro Monat, die normale Bezahlung. Und nicht viele Leute bezahlen die auf dem Land eigentlich gar nicht. Ja, und sie war halt relativ reich, weil sie halt diese Tankstellenkette hatte. Ja. Der andere Mann von dem Reiseunternehmen hat das übrigens auch gesagt, dass das okay ist. Richtig heftig, hätte ich gar nicht erwartet. Dann hatte ich noch 2 andere Jobs, die ich auf Facebook gefunden habe, wo solche Frauen Englisch lernen wollten, also unabhängig voneinander. Die wollten bei dem Ausland studieren und die brauchten halt so einen Test. Man muss einen bestimmten Test bestehen, der bestätigt, dass man gut Englisch kann. Und dafür wollten die üben und mit jemandem sprechen und was beigebracht kriegen. Eine davon hat mir noch einen weiteren Job vermittelt als Kaschmirverkäuferin von mongolischem Kaschmir in Europa. Und dann habe ich noch 2 andere Jobs gefunden über Couchsurfing. Einmal in einem Gasthaus, was ihr jetzt schon gesehen habt, und einmal als Lehrerin in einer Schule. In einer ziemlich guten Schule sogar, was ziemlich heftig war.
weil ich eigentlich dachte, dass Lehrer, naja, dass sie sich ja irgendwie Gedanken machen, wie die da anstellen, aber nein, haben mich genommen. Daran seht ihr, dass ihr wirklich in jedem Land Arbeit finden könnt. Guckt euch doch mal an, dass ich viel, viele Jobs in der Mongolei gefunden habe. Und ich habe nicht mal Workaway benutzt. Mit Workaway wäre es doch viel einfacher geworden. Wenn ihr also gerade auf der Jobsuche seid, oder euch überlegt, dass ihr in einem anderen Land Work and Travel machen wollt oder so, oder einfach arbeiten, ihr wollt einfach reisen, aber ihr habt vielleicht nicht so viel Geld, dann geht einfach auf solche Internetseiten, guckt mal nach und ihr findet auf jeden Fall was. Eure Ansprüche dürfen halt nicht so hoch sein. Es könnte sein, dass ihr nichts findet, wo ihr hoch bezahlt werdet. Oder es könnte sein, dass ihr nichts findet, was jetzt irgendwie euren deutschen Ansprüchen entspricht. Also ich, in der Mongolei hätte ich jetzt nicht als studierter Banker was gefunden, keine Ahnung. Aber ansonsten, wenn ihr nicht so hohe Ansprüche habt, findet ihr wirklich in jedem einzelnen Land was. Also ich habe in fast jedem Land, in dem ich war, gearbeitet. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann war das, weil ich mir ausgesucht habe und nicht, weil ich nichts gefunden habe. Ich habe in der Türkei gearbeitet, in Ungarn, in Ägypten, in Indien, in Indonesien, in Australien, in der Mongolei. Und das sind noch nicht mal besonders weit entwickelte Länder. Also wenn ihr in weiter entwickelten Ländern seid, dann wird es immer einfacher. Je mehr Leute Englisch sprechen, desto einfacher wird es, glaube ich. Ja. Ich wünsche euch viel Glück bei der Jobsuche, falls ihr gerade auf der Jobsuche seid. Und ja. Das war's. Wie man, so findet man einen Job in jedem Land. Viel Glück, falls ihr es machen wollt. Ich wiederhole nochmal die Seiten: Google, Facebook und dann sowas wie Workaway. Und fragt eure Freunde und Leute, die ihr da trefft. Gebt Anregungen, was ihr könnt. Was vielleicht auch ein bisschen über das hinausgeht, was ihr könnt. Ihr könnt es aber ausprobieren. Ja. Und nehmt, was ihr kriegen könnt.